Hallihallo, Hallöchen. Ich möchte euch heute mal ein Problem zeigen und hoffe, dass ihr mir irgendwie helfen könnt oder vielleicht habt ihr das gleiche Problem. Meine Stute kann nur Decken tragen, die vorne einen elastischen Einsatz haben, weil sie sehr empfindlich im Brustbereich ist. Wir haben vor ein paar Jahren die Decke von Felix Bühler mit dem seitlichen Verschluss kennengelernt und haben davon mittlerweile 5 Decken. Aber das Problem bei dieser Decke ist, dass regelmäßig, stopp weg, der seitliche Verschluss einfach reißt. Ich habe den jetzt schon mehrfach angenäht, per Hand und mit der Maschine, aber es ist immer wieder so, dass genau diese Stelle nicht hält. Habt ihr Tipps, wie man die annähen kann? Warum geht die ab? Habt ihr das gleiche Problem? Also es nervt mich total. Die Decke kostet, wenn man sie nicht gerade im Angebot kauft, ungefähr 160 Euro. Und bei 160 Euro erwarte ich, dass diese Decke länger als 3 Monate hält. Ich bin ein bisschen sauer. Ich hatte mich an Crema mal gewandt, als ich die erste Decke hatte, die genau an der Stelle kaputt gegangen ist. Da hieß es, auf Decken gibt es prinzipiell keine Garantie, dadurch, dass die Pferde die Decken ja auch draußen aufhaben und nicht unbedingt immer nur in der Box oder wie auch immer, können die da halt nichts machen. Wenn ihr ein Deckenmodell habt, was vorne auch diesen Verschluss hat und vielleicht bezahlbar ist, könnt ihr mir das ja gerne empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal so eine Decke von Felix Bühler kaufe. Mir ist das einfach unterm Strich zu teuer. Vom Prinzip her finde ich das total genial, weil halt alles abgedichtet ist. Also dieses Teil hängt normalerweise hier dran. Ich zeige euch gleich noch ein Video mit einer Decke, die tatsächlich noch heile ist. Die habe ich noch mal gekauft im Angebot. Und dann macht man halt das hier oben drüber. So ist es halt auch geschützt und eigentlich kann man da auch nirgends hängen bleiben. Ich finde die Decken halt wirklich toll, ne? Weil sie halt dieses Hainick haben, aber auch nicht dieses extreme Hainick, was diesen kompletten Hals einnimmt. Die haben die Entlastung am Widerriss und die hohe Gehfalte, was sie halt brauchen. Aber das vorne an der Brust, also ganz ehrlich, weiß ich nicht. 160 Euro, muss man sich halt überlegen. Das zweite war halt noch, man sieht das hier vielleicht, waren die Schnallen, die extrem rausgepuckt haben. Die eine bei Crema sagt jetzt, dass die Schnallen eigentlich hier in dem Loch drin sein müssen, dass die Schnallen halt gar nicht nach vorne gucken. Das ging nicht. Ich habe sie jetzt so fest genäht, dass die ja halt meiner Stute passen. So sieht die ganze Geschichte halt dann aus, wenn sie halt zu sind. Und was auch noch sehr nervig ist, Leute, 160 Euro sind halt die Schnallen, die sich regelmäßig verdrehen. Also ich mache diese bestimmt einmal pro Woche, wenn nicht noch öfter wieder gerade, damit ich die Decke vernünftig abmachen kann. Das ist echt noch verbesserungsdürftig. So, ich muss das Video jetzt weitermachen. Mein Kätzchen wird unruhig. Das ist jetzt auch eine Felix Bühler, also im Prinzip exakt die gleiche, mit ein bisschen weniger Gramm, aber halt auch mit der Entlastung vorne an der Brust. Und so sieht das Teil halt aus, wenn es neu ist. Ne, man hat halt hier vorne an der Brust dann die Ruhe und keine Schnallen und hat halt dann den Verschluss an der Seite und das wird abgerissen. So sieht das aus, wenn das zu ist. Und normalerweise kann man da überhaupt nicht hängen bleiben. Ich verstehe es halt nicht. So sehen die Verschlüsse aus, wenn sie an der Seite zugemacht werden. Die leiern mit der Zeit aus, sodass ich die wahrscheinlich dann auch wieder hier festnähen werde, damit die nicht rausstehen. Und also wenn ihr eine Idee habt, was es noch für Hersteller gibt, die halt dieses System, das brauche ich, gewährleisten, dann könnt ihr mir das gerne mitteilen. Oder wenn ihr einen Trick habt oder eine Idee habt, wie das einfach nicht kaputt geht. Ich werde jetzt die anderen beiden Decken, also die hat sie gerade auf, die muss ich noch zusammenlegen. Und das ist halt auch exakt die gleiche Decke, die halt nach ein paar Tagen dann kaputt ist. Noch ein riesengroßes Manko bei einer 160-Euro-Decke. Okay, gut. Wer ein bisschen Qualität haben möchte, der muss auch ein bisschen Geld ausgeben. Sind die fehlenden Beinstellplatten.
Schweingurte. Ja, gut. Die kauft man dann extra oder man nimmt welche, die man da hat. Aber ja, ich finde halt an der Decke dafür, dass sie wirklich so viele Mängel hat, den Preis nicht gerechtfertigt. Aber es ist leider halt eine Decke, die wir nehmen müssen. So finde ich sie ja echt gut. Ja, auch von der Farbe her. Ja, Dali. So sieht die ganze Geschichte dann von hinten aus. Der Schweifplatz ist auch schön groß. Sie hat jetzt 1,45 Meter. Sie ist selbst 1,61 Meter groß. Finde ich die, dass die halt schon sehr gut sitzt. Aber sie geht halt kaputt.